Vor dieser Mainzer Kneipe stürzte ein Mann Ende November so schwer, dass er später an den Verletzungen starb. Oliver Matern war an diesem Abend Gast hier. Etwa 3 Wochen später dann ein überraschender Anruf. Er soll als Zeuge aussagen. Das war noch kurz vor Weihnachten, genau, habe ich die Kriminalpolizei angerufen und hat direkt darauf hingewiesen, dass sie meine Daten, also auch meine Handynummer, über die Luca-App tatsächlich herausgefunden haben. Seine Daten aus der Luca-App hatte sich die Polizei über das Gesundheitsamt besorgt. Problem, erlaubt ist eine solche Datenabfrage laut Gesetz nicht. Die Mainzer Staatsanwaltschaft bestätigt dem SWR auf Nachfrage die unzulässige Datenabfrage. 21 Gäste des Abends seien so als mögliche Zeugen kontaktiert worden. Sie teilt mit, man habe versehentlich die aktuelle Rechtslage fehlerhaft bewertet. Weiter heißt es: Die Staatsanwaltschaft Mainz drückt ihr Bedauern gegenüber den Betroffenen aus und bittet darum, diesen Zugriff zu entschuldigen. Es wird sichergestellt, dass die entsprechenden Daten nicht weiter genutzt werden. Aus Sicht des Landesdatenschutzbeauftragten war dieser Vorgang nicht nur rechtswidrig, sondern auch in anderer Hinsicht problematisch. Es geht ja darum, dass die Leute sich darauf verlassen können, dass die Daten wirklich auch nur für die Pandemiebekämpfung genutzt werden. Es geht um Vertrauen, das ist ja gerade sehr, sehr wichtig. Eins sollte klar sein, das darf so nicht wieder passieren. Laut Staatsanwaltschaft sind bislang keine weiteren rechtswidrigen Datenabfragen bekannt. Die Prüfungen seien jedoch noch nicht abgeschlossen.